wir haben euch jetzt schon in der vergangenen Zeit öfter mal gezeigt, wie man Formen herstellt. Formen aus Latex, Formen aus Baumarktsilikon, Formen aus Dubliersilikon. Und jetzt werde ich immer wieder gefragt, warum zeigst du so viele verschiedene Varianten? Was ist der Unterschied? Warum nimmt man bei manchen Sachen eben Latex? Warum nimmt man verschiedene Latex-Sorten? Wann nimmt man Baumarktsilikon? Wann nimmt man Dubliersilikon? Deswegen machen wir da heute mal ein Video drüber und wir erklären das mal ein bisschen. Also, mein ursprüngliches Ziel war damals, als ich damit angefangen habe, euch die verschiedenen Materialien mal zu zeigen. Da es ja nun mal Latex, Silikon, Baumarktsilikon, Dubliersilikon und was weiß ich alles gibt, habe ich mir gedacht, ich zeige euch die verschiedenen Varianten, damit ihr euch dann selber auswählen könnt, was ihr nehmen wollt, um eine Form zu machen. Das ist immer ein Preisunterschied, das ist eine Verarbeitungsunterschiede gibt es da. Und es gibt natürlich Unterschiede, ob ich eine Stützform brauche aus Bauschaum, Gips oder was weiß ich. Das haben wir euch auch gezeigt. Verschiedene Stützformen, wie man die macht. Und es ist immer, wie komme ich selber mit dem Material klar? Also deswegen soll sich jeder das Material eigentlich selber aussuchen, mit dem er am besten klarkommt. Ich habe alle verschiedenen Varianten ausprobiert, um das selber eben festzustellen. Für mich ist, habe ich schon immer gesagt, eigentlich das Dubliersilikon das Beste. Aber ich sage euch jetzt einfach mal die Vor- und Nachteile von den einzelnen Sachen. Den Anfang haben viele sicherlich mit Baumarktsilikon gemacht. Das ist die preiswerteste Variante. Das wurde in vielen Betongruppen und sowas immer wieder angepriesen als tolles Material. Das wurde auf YouTube öfter mal gezeigt von irgendwelchen Leuten, die halt einmal eine Form gemacht haben. Ich habe das ausprobiert mit Baumarktsilikon. Man kann eine Form machen, man kann ganz einfach damit leichtere Sachen abformen, obwohl ich eine Freundin habe, die mit diesem Baumarktsilikon Figuren abformt, wo ich immer sage, das geht überhaupt gar nicht, das kann nicht funktionieren, aber sie macht das, es funktioniert. Man muss sich halt mit diesem Material beschäftigen. Damit üben, üben, üben und wenn man dann 100 Formen gemacht hat, dann kannst du natürlich jede Form der Welt damit anfertigen. Ich kann es nicht, ich mache damit ganz einfache Formen oder habe damit ganz einfache Formen gemacht, meistens Reliefs oder so ganz kleine, glatte Figürchen. Das geht damit ruckzuck zu machen und ja, man kann es in der Dicke anfertigen, wie man es haben will und man braucht dafür oftmals auch gar keine Umform oder Stützform, weil wenn man die jetzt in Sand legt, die ist so dick, die hält die Form und funktioniert. Bei manchen Sachen braucht man natürlich trotzdem eine Stützform, aber ich kann nicht alles zeigen und alles erklären. Also das Baumarktsilikon ist relativ günstig, ist mir aber immer, das wird ja in Wasser reingemacht mit Spüli und was weiß ich, das war mir immer so eine schmattrige Angelegenheit und man muss da wirklich ein Gefühl für haben, fand ich immer. Ich habe es probiert und habe gesagt, nee, Baumarktsilikon ist nicht so recht meine Welt. Dann habe ich natürlich mit Latex angefangen und bei den Latex Formen oder bei Latex gibt es natürlich viele verschiedene Hersteller, die Latexe herstellen. Also habe ich verschiedene Sorten probiert. Ich hatte Gedeo Latex, ich hatte von Pebeon Latex, ich hatte von Art Idee, was ich relativ gut fand, weil das stabil ist und sich gut gehalten hat. Und ich habe zum Schluss von Latex 24, das sind diese Latexsorten hier, diese bunten. Das war mein Favorit, weil das ein ganz flexibles Latex ist, sich gut verarbeiten lässt, nach fünf oder sechs Anstrichen eben eine stabile Form hat, die trotzdem relativ dehnbar ist und man die Figuren eben immer wieder toll rauskriegt. Nachteil bei Latex, man braucht eine Stützform. Hier habe ich dann jetzt mal so eine Stützform, die ist aus Bauschaum gemacht. Da gibt es auch wieder Videos von mir, wie man mit Bauschaum diese Stützformen macht, um, also Latex ist ja nur relativ wabbelig und bei kleinen Formen, das hatte ich euch auch mal im Video gezeigt, kann man das einfach in so eine, in ein Gefäß reinhängen und ausgießen. Bei dem Vogel, der hat jetzt hier ungefähr 2 Kilo, da wird es dann schon schwieriger, das zum Halten zu kriegen, um das jetzt irgendwie hinzuhängen. Meistens verformt sich das dann auch, obwohl man auch noch die Möglichkeit hat, das in ein Gefäß mit Wasser gefüllt zu machen. Da soll dann der Druck vom Wasser die Form ein bisschen halten. Ich war dann der Meinung, bei ab einer bestimmten Größe, wie zum Beispiel jetzt den Vogel, brauche ich eine Stützform. Und da habe ich dann eben solche Stützformen angefertigt, um euch das mal zu zeigen. Und ja, das braucht jetzt alles wieder ein bisschen Übung.
Man muss alles probieren, testen und vor allem üben, um das hinzubekommen. Das geht alles meistens nicht beim ersten Mal. Dann hat man die Stützform, kann es mit einem Gummi oder mit einem Band oder Paketkleber oder was auch immer, muss man das dann wieder zukleben. Hat gleich eine Standform, kann es darin gießen. Die Form innen wird meistens relativ gut gehalten mit dem Bauschaum. Aber wenn ihr Übung habt, geht es mit dem Bauschaum relativ gut. Und man kann da drin gießen. Wenn es fertig ist, macht man die Form wieder auseinander und hat seinen Gießteil fertig. Ist eine tolle Variante mit Latex halt. So, das war jetzt mein Statement zu Latex. Latex ist natürlich jetzt auch wieder preisgünstiger als Silikon. Latex kostet so einen Liter ungefähr 10 Euro, denke ich mal. Hat es immer so gekostet. Es sind immer verschiedene Firmen, die es anbieten und da variiert auch natürlich der Preis. Bei dem Baumarkt-Silikon ist man bei einer Tube bei 2 Euro ungefähr. Man braucht natürlich auch ein paar Tuben, um eine Form anzufertigen. Also bist du da auch wieder bei 2, 4, 6, 8 Euro, je nachdem wie groß die Form ist. Bei Latex kannst du mit den 10 Euro pro Liter kannst du ein paar Formen anfertigen. Also von dem Vogel kann man mit so einem Liter, ich denke mal 3, 4 Formen kann man locker machen. Denke. Da hat man nicht viel von gebraucht. Und dann gibt es natürlich die letzte Variante mit dem Dubliersilikon. Da habe ich euch auch schon ganz viele verschiedene Sachen gezeigt, wie ich was abgeformt habe. Und das ist eigentlich mein Favorit, obwohl es die teuerste Variante ist. Aber ich finde eben das Dubliersilikon am besten. Sauber, einfach und sauber, schnell. Einfach und vor allem ganz, ganz schnell, genau. Dann gibt es natürlich noch den Zeitfaktor, der mitspielt. Bei dem Baumarkt-Silikon, das rührt man sich in dem Wasser an, knetet sich das zusammen. Und je nach Schichtdicke brauchst du da auch 1-2 Tage zum Trocknen. Also wir hatten auch Sachen, die haben wir zu dick gemacht, da ist das nach einer Woche noch nicht fest geworden. Ich weiß nicht warum, aber manche Sachen funktionieren auch bei mir nicht. Man muss das halt immer wieder probieren, wie dick das sein muss, um zu halten und sein darf, um nicht zu dick zu sein, dass es eben zu lange hält zum Trocknen. Bei Latex ist es die Sache, da muss man Schicht für Schicht trocknen lassen. Da braucht man auch für so eine Form locker mal 1-2 Tage. Es sei denn, ihr nehmt die Backofen-Variante, dass man im Backofen das ein bisschen nachtrocknet, obwohl da viele geschimpft haben, oh, da ist Ammoniak drin. Ja, auch in Haarfarbe ist Ammoniak drin und dann atmet man das auch ein. Also man muss halt immer das Für und Wider sehen und in dem Latex ist nicht so viel Ammoniak drin, dass man sich damit irgendwas verätzt oder was weiß ich. Deswegen heißt die Sorte, die ich benutze, auch Low-Ammoniak. Da ist nur ein ganz bisschen drin. Aber das muss halt sein, damit es stabil ist. Und bei dem Silikon, das ist zwar das teuerste Material, aber da sind eben die zwei Komponenten, die man zusammenmischt. Man muss da einen Gießrahmen für haben, aber ich habe euch das in Videos gezeigt, wie das gemacht wird. Hier zum Beispiel habe ich so einen Pappgießrahmen angefertigt. Und innerhalb von einer halben Stunde ist die Form dann fertig. Das war für mich ausschlaggebend. Es ist sauber und es ist ruckzuck fertig. Also in einer halben Stunde habt ihr die Form und könnt danach auch gleich gießen. Das war für mich bei dem Silikon eben immer die Sache, die für mich ausschlaggebend ist, mit diesem Silikon halt zu arbeiten. Was es noch zu den Formen oder zu den verschiedenen Materialien zu sagen gibt, die sind alle mehrmals verwendbar. Also ihr braucht jetzt nicht denken, das ist jetzt nur für einmaligen Guss. Ihr könnt alles mehrmals verwenden. Latex muss öfter mal gepudert werden, egal welche Sorte man da nimmt, um die haltbarer und geschmeidig zu halten. Bei Silikon, da ist mir noch nichts aufgefallen, was ich damit machen muss. Die haben den Winter überstanden, ohne fest zu werden. Also das ist auch ein Material, wo ich sage, das kannst du immer wieder gießen, ohne irgendwas zu haben. Und bei dem Baumarkt-Silikon ist halt, irgendwann wird es bröselig, aber man kann auch eine ganze Weile damit gießen. Also verwenden kann man die alle und vor allem auch mehrmals verwenden. So, um am Ende nochmal die Unterschiede zu sagen. Also einmal ist der Preis für jeden entscheidend. Ob ich jetzt für 2 Euro eine Tube Silikon kaufe, ob ich für 20 oder 26 Euro einen Liter Silikon kaufe oder ob ich für 10 Euro einen Liter Latex kaufe. Dann ist die Verarbeitungszeit, also die Dauer, die man braucht, um eine Form anzufertigen. Das ist jetzt hier 1-2 Tage mit Baumarkt-Silikon. Bei dem Latex zwischen ein paar Stunden und 1-2 Tagen, je nachdem wie viel Schichtdicken man macht. Und bei Silikon halt halbe Stunde, fertig, zack, zack. Und die dritte
das dritte Kriterium ist dann immer, wie komme ich mit dem Material am besten zurecht. Also sucht euch, probiert alle drei Sachen aus, um für euch das Richtige festzustellen. Es kann euch keiner sagen, arbeite jetzt mit Baumarktsilikon, weil das eben das Beste ist. Es kann dir keiner sagen, arbeite mit dem Dubliersilikon, weil es das Beste ist. Jeder hat so sein Material, mit dem er super klarkommt. Und das muss jeder wirklich für sich ausprobieren, ob er dieses, jenes oder ein anderes haben möchte. So, in dem Sinne, bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.